Juhu! Ich wollte euch noch mal eben kurz und fix was zeigen. Ich war gerade mit, ich habe es mal ausprobiert, lufttrockene Masse. Ein paar Sachen abgeformt, könnt ihr ja sehen. Mal gucken, was ich damit mache, aber ich wollte es mal ausprobieren. Ja, dann hat mich eben hat der, nein, die Postbotin geklingelt und habe ich schon, nein, sie hat noch gar nicht geklingelt. Ich habe die Tür schon aufgemacht, weil mein Hund gerade schläft. Die kriegt ja gar nichts mehr mit. Ja, und da habe ich kam ein Paket und da habe ich schon gedacht, oh, freu, 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 freu. Weil ich soll eins kriegen und das kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Und da habe ich gedacht, das kommt jetzt und dann muss ich jetzt zur Enttäuschung sagen, war sie es nicht. Aber mich hat von Tienchen ein Paket erreicht und das hat mich natürlich auch gefreut. Ja, also als erstes, ich habe schon ausgepackt, ich war so frech. Und dann musste ich zur Überraschung feststellen, Tienchen verschickt nicht selbst gebastelte Karten. Das ist aber auch überhaupt gar nicht schlimm. Manchmal ja, macht man einfach und ja, braucht schnell und fertig ist. Die Karte ist wunderschön und da kann man, die kommt zu meinen Sammelkarten. Ja. Dann hat mich ein Paket erreicht mit lauter so komischen Dingern hier drin. Ne? Also Tienchen, ich weiß nicht, ob du das selber gemacht hast. Teilweise sind Kaffeebohnen draufgeklebt. Das sind ja nun alles so solche Schnipsel. Und dann, ich gehe mal, also ich würde es jetzt so machen, hier, ne, so in der Mitte und dann mal eben so. Aber das hast du doch nicht alles selber gemacht, oder? Ich meine, das formt ja von Langeweile. Tienchen, hast du Langeweile? Nehm mal im Ernst. Hast du die selber gemacht? Ich meine, zuzutrauen ist dir das, aber schon ein bisschen verrückt, ne? Ja, also es sind ganz viele, viele, viele davon drin. Und dann war da was drin, was ich, ja, ich musste im, nein, ich schmunzel immer noch. Dann hatte mich da auf einmal was angelächelt und ich habe gedacht, ja, ich als gerne und immer. Es ist leer. Kaffeetrinkerin, kriegt eine Kaffeetasse zugeschickt mit Kaffee drin. Bestückt allerdings etwas anders. Und ja. Da. das ist ein Nadelkissen. Und ja, hat sie noch so ein paar Knöpfe aufgeklebt und ein bisschen Garn aufgeklebt. Und ja, die sind hier natürlich nur so festgemacht, aber ja, ich schon lustig. Hier oben hat sie noch ein paar Stecknadeln reingepikst. Die finde ich natürlich besonders schön hier, ne? Und hier ist noch eine dicke und so kleinere. Und ja, wollte ich euch noch mal eben zeigen. So richtig hier so knautschig, ne? Also, falls man mal bisschen wütend ist, nimmt man lieber die Nadeln raus und haut der Kaffeetasse mal eben eine rein. Tienchen, nicht böse nehmen. ich finde das Kaffeetässchen, Tännchen total amüsant. Und ich werde mich bemühen, es da hinten stehen zu lassen, weil ich benutze ja sonst auch immer ihn hier, ne? Den habe ich irgendwann mal auch selber gemacht. Dass ich jetzt Nadel-Kaffeetassen benutze. Ja, Tienchen, vielen, vielen Dank für die Überraschung. Wie gesagt, jedes Mal, wenn ich sie jetzt hier vorne sehe, denke ich an dich und denke, du musst noch was trinken. Ich muss noch was trinken. Ja, in diesem Sinne. Kurzes, schnelles Video, aber vielen, vielen Dank. Tschüss!